Hier mal 5 Gründe, einen Adblocker zu benutzen. Die Liste ist weder vollständig noch sortiert. Wenn ihr also noch einen Grund habt, dann ab in die Kommentare damit. Grund Nummer 5, die Geschwindigkeit. Ich habe ein paar Seiten getestet und wie man sieht, sind die Geschwindigkeitsgewinne mit uBlock Origin zum Teil enorm. Grund Nummer 4 ist die Sicherheit. Über Malwareizing wird Malware verteilt, wie der Name ja schon sagt. Das liegt einfach daran, dass auf Seiten wie spiegel.de oder Yahoo Werbung nachgeladen wird und da Skripte zum Einsatz kommen können, wie hier im Screenshot zu sehen. Das ist die Seite von Yahoo und da wird eben JavaScript nachgeladen, um die Werbung anzuzeigen und darin kann sich natürlich perfekt Malware verstecken. Grund Nummer 3 ist die Privatsphäre und da hat uBlock Origin auch schon extra Filter dabei, um die Privatsphäre zu schützen. Zum Teil wird dann verhindert, dass Cookies angelegt werden oder dass Tracker euch über mehrere Webseiten identifizieren können. Grund Nummer 2 ist Social Media. Auch hier hat uBlock Origin schon mal was dabei. Und zwar hilft das einfach gegen diese Like-Buttons und Share-Buttons, die überall eingeblendet werden. Meistens sind das kleine Skripte, die also auch Cookies anlegen können oder euch über mehrere Seiten tracken können. Grund Nummer 1, die Benutzerfreundlichkeit. Das ist so ein ganz schöner Nebeneffekt. Zum einen werden die Seiten ja auch übersichtlicher, wenn man keine Werbung hat. Zum anderen hat man solche Filter drin, wie diese Cookie-Notice. Also die EU hat ja mal so ein Gesetz gemacht, dass jede Seite quasi so ein Banner einblenden muss, dass jetzt hier Cookies verwendet werden. Und die kann man eben ausblenden lassen. Da klickt man ja ohnehin auf OK. Man spart sich da also Klicks und man hat gleich eine bessere Übersicht. Wenn euch jetzt noch weitere Gründe einfallen, nutzt doch die Kommentarfunktion.